Kündigungen. Nachdem in den sozialen Medien eine auf der Webseite eines Leipziger Arztes veröffentlichte Absage an das Impfen erschien, ging alles ganz schnell. Der Praxis des Doktors aus Konnewitz, Leipzig-Konnewitz, wurde der Titel Akademische Lehrpraxis der Universität Leipzig sofort fristlos gekündigt. Mittlerweile hat die Hausarztpraxis auch die Kündigung des Lehrarztvertrages veröffentlicht. Kernsatz der Begründung: Ihre geäußerten Positionen zur Corona-Impfung stehen im eklatanten Widerspruch zur Lehrmeinung der medizinischen Fakultät, deren Zielen und dem Bildungsauftrag der Universität. Die Universität behauptet, eine Rufschädigung zu fürchten. In deren Pressemitteilung steht: Corona-impfunwillige Lehrpraxis. Der Arzt schrieb ursprünglich, da die freie Entscheidung aktuell nicht mehr gegeben ist, zur Impfung kann die Aufklärung nicht mehr nach medizinisch-ethischen Aspekten erfolgen und die Impfung würde ohne Aufklärung und Einverständnis erfolgen. Dies entspricht aber einer Körperverletzung, zu der ich nicht berechtigt und willens bin. Kassenärztliche Vereinigung und Landesärztekammer kommentieren dies mit absurd. Absurde Diskurse werden geführt. Dienstag, der 16. November 2021. Sämtliche Dämme des Anstands scheinen gebrochen. Kritik an der Corona-Politik äußerte auch Felix Gottwald. Er ist Österreichs erfolgreichster Olympiasportler und war zuletzt Chef der Bundessport GmbH. Er tritt von seinem Posten ab. Das Ganze in einem offenen Brief auf Facebook. Daraus: Es mag in unserem Land gerade um viel gehen, aber sicher nicht um die Gesundheit und das Wohl der Österreicher. SPD-Kanzlerkandidat Scholz befürwortet eine Debatte über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Ich sehe ihn noch im Fernsehstudio stehen und sagen, mit ihm wird es eine Impfpflicht nicht geben. In Bayern bleiben Gottesdienste von der 2G-Regelung ausgenommen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hält Einschränkungen für Corona-Impfverweigerer für gerechtfertigt. Der Städte- und Gemeindebund sieht einen schnellen Wiederaufbau von Impfzentren unrealistisch an. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft warnt vor einem Todesstoß für die Branche. Die Bundesländer fordern eine Verlängerung der Überbrückungshilfen. Das Robert-Koch-Institut meldet 32.048 Neuinfektionen, Inzidenz 312,4. In Österreich Inzidenz 894,3. NTV berichtet, der Chef von Verdi, der Gewerkschaft, warnt vor einer Impfpflicht. Er ist sich sicher, mehr Betroffene werden ihren Beruf verlassen. Gerade berichtet 7-Tage-Inzidenz heute 312,4. Vor einem Jahr ohne Impfungen 143,0. Gesund in Deutschland 99,44% der Gesamtbevölkerung. Auch interessant, 2020 starben weltweit 1,8 Millionen Menschen mit Covid und im gleichen Jahr 2020 9 Millionen Menschen an Hunger. Anstatt den ganzen Tag übers Impfen zu reden, könnte man auch auf die Idee kommen, ein paar Brote zu schmieren. Die AfD will in Bayern gegen die 2G-Regeln klagen. Grund: Diskriminierung. Obduziert wurde der 12-Jährige aus Cuxhaven, der nach der Corona-Impfung verstorben ist. Die Obduktion zeigte Vorerkrankungen. Österreich erwägt auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen, auch für Geimpfte. Nach Röttgen und Braun ist auch Friedrich Merz als Kandidat für den CDU-Vorsitz nominiert. Manuela Schwesig wurde als Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt. Britische Behörden stufen die tödliche Autoexplosion in Liverpool als terroristischen Vorfall ein. Ein Terrorangriff gab es auch in Mali. 4 Soldaten wurden getötet. Bei einem militanten Angriff in Burkina Faso gab es 20 Tote. Eine Schießerei gab es in der Nähe einer US-Highschool. Mehrere Verletzte. Das Ganze im Bundesstaat Colorado. Für mehr Schüsse liefert man Waffen. Zum Beispiel 80 Tonnen Munition gehen von den USA nach Kiew. Die USA, ein Friedenstreiber in Europa. Ein Telefonat gab es zwischen Angela Merkel und dem weißrussischen Staatschef Lukaschenko. Berlin will eine Eskalation im Migrationsstreit vermeiden. Es telefonierte auch Wladimir Putin mit Emmanuel Macron. Der lässt die französische Flagge ändern. Die Außenminister Russlands und Serbiens erörtern die Balkanprobleme. Im Zuge der russischen Militäraktivitäten nahe der Ukraine erklären Berlin und Paris Kiew ihre Unterstützung. Die Lage der Migranten an der weißrussisch-polnischen Grenze sei eine direkte Verletzung der Menschenrechte, sagte der Abgeordnete des Repräsentantenhauses der weißrussischen Nationalversammlung Gajdukiewicz während der Videobrücke zwischen Moskau und Minsk. Lukaschenko empfahl, Migranten mit weißrussischen Flugzeugen nach München zu bringen. Die Deutsche Friedensgesellschaft fordert den Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland. Der ehemalige Trump-Berater Bannon wurde in den USA festgenommen. Gaddafis Sohn ist in Libyen als Präsidentschaftskandidat abgelehnt worden. Einen SEK-Einsatz gab es in Suhl. Ein Mann schoss mit einer Armbrust auf Polizisten. DPA berichtet. Weitere Lockdown-Varianten. In Indien, in Neu-Delhi,
Hier soll ein Lockdown stattfinden wegen der Luftverschmutzung. Wie manche vorhersagten, es geht fließend von Corona zum Klima. Der Dienstag ist trüb und nebelig. Sonne kann kommen, im äußersten Osten, dort weht ein kräftiger Wind. Kleinen Ausnahmen in der Mitte Deutschlands bleibt es auch in den nächsten Tagen. Machen Sie Alternative Music.